Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rap Review Video Magazin, einem neuen On-Tour-Vlog. Und es ist wirklich, das ist schon, das kann man auch als Serie machen oder als Dauerrenner. Es ist ein Freitagmorgen im Ruhrgebiet und wir fahren über die Autobahn. Und natürlich haben wir Stau ohne Ende, weil freitags kann man kein Autobahn fahren im Ruhrgebiet. Aber der Moviepark ruft an einem Freitag ins Ruhrgebiet nach Bottrop und dann fahren wir da natürlich jetzt mal hin. Wir sind ja nicht so, dass wir es voll geil finden, dass am Montag erst Excalibur für alle öffnet und wir dann Freitag schon fahren dürfen. Das ist ja gar nicht cool. Ja, und wie gesagt, Excalibur, The Dark Forest, die Umthematisierung von Mystery River ist ja nicht ganz fertig, aber soweit fertig, dass man es zeigen kann. Und das Ganze gucken wir uns heute an und nehmen euch mal ein bisschen mit, um zu sagen, euch hier so quasi behind the scenes, und es löst sich ein wenig. Das Problem ist auch die Auffahrt da vorne, da es jedes Mal entsteht durch diese Auffahrt Stau, weil da immer die Pimmels einfach rüberziehen wie gestört. Aber das ist eine andere Geschichte. Inzwischen sind wir auf der 31 und oh, das ist aber schick. Hier ist Baustelle, das ist aber alles okay, ist halt 60 nur, das ist cheesy, miese, peasy. Aber wir sind über die 3 hier rüber gefahren und die ist, ja, Höhe Duisburger Zoo, voll gesperrt, Rückstau bis, ja, nach Oberhausen und noch weiter. Also 10 Kilometer Stau, Vollsperrung, alle Pkw konnten scheinbar drehen und rausfahren. Lkw stehen halt alle jetzt da drin, stehen da auf der 3 jetzt rum, machen, nur ist es Freitag. Ich sag's immer wieder, freitags kannst du nicht irgendwo hinfahren. Vor allem werden die jetzt alle wahrscheinlich nicht am Wochenende zu Hause sein, weil die ja da rumchillen. Und Alter, jo, mit dem Anhänger ist doch nicht normal. Deutsche Baustelle, zu schnell mit dem Anhänger. Ich kack in die Hose, ey. Und das, also wir haben schon gesagt, so, das ist ja irgendwie nicht normal, das sah auch ein bisschen overtrim aus. Erst habe ich gesagt, dass einer von der Brücke gesprungen, also die Brücke vom Zoo. Aber die hatten auch Maschinengewehre, die Bullen. Da waren halt nur Bullen, keine Feuerwehr, kein Rettungswagen, kein ADAC, nix. Und dann haben sie jetzt gerade im Radio gesagt, dass da irgendein Dude einfach auf die Fahrbahn gerannt ist, auf die Fahrbahn gerannt ist und angefahren wurde und dann im Laufe dessen natürlich mehrere Autos noch zusammengeknallt sind. Und es dauert mehrere Stunden, die Vollsperrung. Hoffentlich sind mehrere Stunden vorbei, wenn wir zurückfahren. Weil auch sämtliche Ausweichrouten, die ich jetzt im Kopf habe, halt auch gerade blockiert waren, was man von oben sehen konnte oder im Radio gehört hat. Wir sind am Arsch. Und wir beide müssen heute noch arbeiten. Hallo, wir sind jetzt angekommen. Jetzt. Wir sind noch ein paar mehr, obwohl wir noch 35 Minuten ungefähr haben, bis wir empfangen werden. Mein Problem ist, ich muss jetzt dringend pipi, aber die Toilette ist noch zu. Das ist echt scheiße. Du bist doof. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich nicht in die Hose mache. Moin! Ja, ein kleines Problem haben wir. Wir sind ja eigentlich wegen Excalibur hier, ne, weil das ja pre-opening-mäßig ist, aber... Das ist der Bus mit den Leuten, die das witzig fanden. Hi. Hätte ein schöner Tag werden können. Du grinst nur. Ja, immer so. Du hast so richtige Comicfiguren-Frisur. Comicfiguren-Frisur. Beleidigung, oder war das ein Kompliment? Das war nett gemeint. Du hast eine Scheißfrisur. Danke. Ja, wir steppen jetzt rein, nachdem wir alle die ganze Zeit Quatsch erzählt haben, Drute. Und viele Menschen getroffen haben. Ja. Ja, das war's. Heißt denn jetzt echt Excalibur Fanclub? Ja. Was? Das finde ich nicht konsequent. Und, wenn die, aber wenn die das für gut gefunden haben. Haben die jetzt von vorgestern auf jetzt neue T-Shirts machen lassen? Ja. Leute, neues Logo, mach ein T-Shirt. Genau das Bessere. Snacks! Ja, natürlich, das ist ein Snacks! Snacks!
Zauber des Zaubers Merlin scheinbar. Oh. Oh. Lässt das Schild. Oh mein Gott, daneben. Die Kamera fiel man immer meinen Mund so. Ach du Scheiße! Wo kommt das denn her? Das ist total Kindern einladen und dann auch schauen, hey, was wünschen sich die Familie mit Kindern, was wünschen sich unsere Gäste. Jetzt melde ich mich auch nochmal wieder. Wir haben es geschafft, vom Eingang bis 2 Stunden, 3 Stunden später nicht zu bloggen. Yes! Haben die Eröffnung gehabt, haben dabei ein bisschen gelacht, dann sind wir rein, sind geflasht von der Q-Line, sind 4-mal gefahren, wir sind einmal gefahren, ausgestiegen, da stand keiner, sind das gleiche Boot wieder eingestiegen, danach sind wir noch 3-mal gefahren mit sitzen bleiben und dann haben wir alle Interviews gemacht und jetzt hängen wir hier mit den Obdachlosen rum, waren auf dem Peter, weil Manuel musste zum Flughafen, Jessica musste in Pause. Ja, sonst ist da keiner, der uns hat sitzen lassen. Und was wir dann mit dem Pedder machen, seht ihr vielleicht gleich schon. Die müssen wir schwimmen, damit es jetzt auch noch. Das Intro auch hier drin für das Video. Kannst du auch bis da? Können wir auch bis da vorne? Auf die Erde da? Das kann ich ja noch vor. Weil das wäre besser, wenn du da stehen würdest, oder? Ja, wenn du so. Ja, und nachdem wir dann jetzt ein bisschen Backstage unterwegs waren in Excalibur, haben wir dann jetzt, machen uns jetzt auf den Weg zu Bandit, weil wir haben ja eine Backstage-Reportage gedreht bei Bandit zum Retracking und wir haben ja auch in dem anderen Video haben wir darüber gesprochen, das auch gezeigt, dass hier die ganzen Attraktionen neu lackiert wurden im Nickland und das sieht richtig fresh aus, das strahlt so richtig krass einfach, das ist richtig gut geworden. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede,
gibt es ein Video zu Off-Season allgemein hier, der Winterpause Moviepark, wo wir das alles besprechen und dann, wie gesagt, das Bandit Retracking Video, wo wir komplett auf die, ja, über Bandit sprechen. Die Show gerade vorbei. Ja, die 12 Uhr Show ist gerade vorbei. Na toll. Schon wieder keine Stunt-Show für mich. Schon wieder keine Stunt-Show. Letztes Mal habe ich die nicht gesehen, davor das Mal konnte ich die nicht sehen. Ja, vielleicht, weil du letztes Mal warst du dabei bei Halloween und das davor, Mal davor warst du gar nicht mit dabei. Ja, ich nicht. Ja. Und die 16 Uhr ist ein bisschen spät. Das könnte etwas Ärger geben mit der Arbeit. Nein. Ja. man kann es schon erraten, wir sind Bandit gefahren. Heidewitzka, ich glaube, wir gehen hier lang. Heidewitzka, ja, das. Wurde geretrackt. Merkt man auch das Retracking? Na, wenn überhaupt. Aber man muss dazu sagen, fairerweise, wir saßen letzte Reihe auf der Achse. Das ist ja nochmal eine bisschen andere Hausnummer. Aber es ist jetzt auch nicht die absolute Katastrophe. Ne? Ein paar Stellen waren jetzt schon, wo ich dachte, oh. Aber wir haben auch den denkbar ungünstigsten Platz so ausgesucht. Dafür, dass ich noch lebe, war das okay. Das ist alles gut. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so geil. Es hat auch Airtime. Meistens durch die Schläge hat es die Airtime. Ja, seitliche Airtime. Seitlich ganz viel Airtime. Aber, ey, man kann es machen. Wir haben jetzt echt die ganze Zeit gelacht. Wir hatten Spaß. So. Geil war. Der hat so hart gebremst, also so on point, dass die Wagen so zusammengeknickt sind. Die sind ja mit der Achse verbunden, die ist ja beweglich. Und jetzt, ich glaube, bei uns waren keine Bremsen, mehr nur so davor. Und dementsprechend hatte der einfach noch seine Energie. Und dann kung, zusammen. Und das kommt auch rechts in der Scheibe, hat sich das so geil gespiegelt. Was war das denn jetzt? Was? Den Drifting Coaster gar nicht gebraucht hätte, wenn man Bandit hat. Ja, stimmt. Weil der driftet auch fast auf der Schiene. Das stimmt. Also Drifting Coaster ist eine neue Stahlachterbahn und fährt sich viel beschissener. Von daher. Ja, Le King. Le King. Wer ist schon dieser Le King? Ja, soll weggehen. Stahlverschwendung. Und jetzt fahren wir noch Star Trek Operation Enterprise oder wie man in Fachkreisen sagt, Stowaway. Hi meine Lieben, wir sind jetzt gerade noch Bandit gefahren und mir ging es vorher schon nicht so Bombe. Und jetzt ist der Kreislauf halt noch ein bisschen irgendwie im Keller gesackt, ich weiß auch nicht, was los ist gerade. Die anderen sind jetzt noch Star Trek fahren und ich habe mir jetzt eine Cola geholt und werde dann mal hier im Schatten ein bisschen warten, keine Ahnung, was das soll. Also ich meine, ich habe jetzt heute Morgen ein bisschen was hier gegessen auf dem Presseevent, aber komisch, also weiß nicht, aber irgendwie fühle ich mich nicht so fit. Ich will ja da jetzt auch nicht wegkippen irgendwie, ne? Ich wäre das jetzt nicht so knallhart, aber man muss es ja auch nicht strapazieren, ne? Ja. Und danach wird es dann wahrscheinlich direkt auf den Weg nach Hause gehen und dann ab zur Arbeit. Ich hoffe, bis dahin habe ich mich ein bisschen regeneriert, ne? Wir haben hier nur Idioten am Tisch sitzen. Hallo. Und sind Star Trek Operation Enterprise aka Stowaway gefahren. Und, das ist klar bestimmt. Ja, coole Achterbahn. Was haben wir jetzt gewartet? 5 bis 10 Minuten, wie es dran steht? Ne, da stand 5 Minuten, 0 bis 5 Minuten dran und bei Japan Helsing stand 5 bis 10. Beschiss. Länger auch gewartet. Echt? Also ihr wart bestimmt 20 Minuten weg. Jeez. Mit Fahrt und ja, das macht natürlich, klar, 10 Minuten warten, 10 Minuten fahren, kennt man ja bei Star Trek. Pre-Show? Ja, wir standen auch dann ziemlich alleine in der Station, weil keiner nachgerückt ist. Ja, cooles Ding, macht immer noch Bock, Airtime. Haben natürlich unsere Fahrausweise vorgezeigt an der Bummelbahn. Fahrkartenkontrolle kam durch. Und wahrscheinlich sollten wir uns dann jetzt gleich auf die Socken machen. So, Freunde der Sonne, das war's für uns. Wir müssen leider gehen. Den Moviepark Germany verlassen. Weil wir arbeiten hier beide. Spätschicht ruft.
Leerer Park, geiles Wetter. Tja, dann geht man doch mal am besten. Ja, ich bin voll jetzt in der Insta-Story. Kriegt ihr auch nicht mit. Tja, ich glaube, wir müssen bei dem Dude raus. Das rechnet noch keiner damit, dass jetzt schon Menschen gehen. Ja, ansonsten war es das jetzt aus diesem Vlog, weil heute passiert nicht mehr viel. Aber morgen sind wir wieder unterwegs, Freizeitpark-mäßig. Das seht ihr demnächst auch. Und ansonsten, mal aussah, wo das war. Ansonsten war es das jetzt von uns, von dieser Stelle. Ihr habt die Reportage hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, guckt euch die ganze Sache mal an. Abonniert diesen Kanal, um es nicht zu verpassen. Das ist alles hier freizeitmäßig, wie ihr ja seht. Support-Links dafür gibt es dann in der Videobeschreibung. Ich bin so aus, dass die coolsten Video-Magazin.